Ihr hört den Nebelhorn Testbetrieb. GEMA-freie Musik, großartige Podcasts. So, da sind wir wieder. Also, ich begrüße zum einen den Dirk Pullem. Ich muss gucken, ganz viel rumgeklickt, ob die Aufnahme läuft. Jawohl, ja. Also, Dirk Pullem, zweiter Kreisvorsitzender in Dortmund und den Stan Pietzka. Ich habe immer ein Problem mit diesem Namen. Dirk, ganz kurz, stell dich kurz vor und dann Stan. Wer seid ihr, warum, woher? Ja, also ich bin der Dirk. Schon, wie gesagt, Vorsitzender zusammen mit dem Christian hier in Dortmund. Ja, viel mehr gibt es nämlich nicht zu sagen, außer dass ich Pirat bin und die Rechten scheiße finde. Ja, ich bin Stan. Ich habe das Verfahren geführt in der Sache für den Kreisverband und habe den Kreisverband hier rechtlich vertreten. Alles klar. Um was ging es in der Hauptsache? Also fangen wir mal chronologisch an. Wie kam es dazu, dass man irgendjemanden auf rechtlichem Wege verklagen wollte? Ja, das ist ganz einfach. Pro NRW hat Kundgebungen in ganz NRW gemacht, also ist immer noch dabei, wobei es dann gegen Ausländer nach unserer Meinung auf jeden Fall ging. Sie selbst nennen es gegen Asylmissbrauch, aber im Prinzip wollen sie einfach den Hass schüren, den Hass gegeneinander. Dagegen gehen wir natürlich auf der Straße, das finden wir nicht okay. Dazu kommt, dass sie während dieser Veranstaltung Piratenfahnen geschwenkt haben. Das finden wir nicht in Ordnung und uns ist ganz egal, ob Mitglieder davon vielleicht noch momentan Mitglied der Piraten sind oder nicht. Das entspricht einfach nicht der Piratenmeinung, dass diese Argumente. Und dagegen müssen wir vorgehen. Das heißt, es sind Piratenflaggen geschwenkt worden. Von wem? Das können wir nicht genau sagen überall. Es sind unter anderem noch zumindest von einer Person, die wir identifizieren konnten, die noch Mitglied der Piraten ist, nach meines Wissens. Aber auch von anderen Personen, die ich nicht einordnen kann. Wir kennen natürlich nicht alle 30.000 Mitglieder persönlich. Das ist schade. Wo fing das an? Es fing gleich bei den ersten Kundgebungen an. Ich müsste jetzt überlegen, wo es war. Also es war auf jeden Fall in Essen, in Duisburg war es der Fall. Es war auch in Bochum-Wattenscheid der Fall. Es war in Witten der Fall. Und auf dieser Grundlage gingen wir natürlich davon auch, dass etwas Ähnliches auch hier in Dortmund passieren würde und haben uns natürlich überlegt, wie wir dagegen vorgehen können. Und wir sind dagegen vorgegangen. Ja, aber das kann mal vielleicht besser der Stan erklären, denn der ist für diese Rechtssachen besser geeignet als ich, wie wir dagegen vorgegangen sind. Ja gut, bevor es dann mit der rechtlichen Geschichte, wir sind dagegen vorgegangen bei einer Demo, wir sind natürlich mit unseren Piratenflaggen auch aufgetaucht. Ja natürlich, wir sind bei all diesen Demos aufgetaucht und haben möglichst an möglichst vielen Stellen auch Piratenfahnen auf der richtigen Seite, nämlich auf der Seite gegen Pro-NRW, standen wir und haben unsere Fahnen gezeigt, haben uns gezeigt, haben gezeigt, dass wir für die Piraten wirklich einstehen, haben aber, und das darf man nicht vergessen, wir arbeiten dort zusammen mit vielen anderen Parteien, mit vielen anderen Gruppierungen gegen das rechte Gesocks. Und während dieser ganzen Sache gibt es auch Kundgebungen, wo gewünscht wird, dass eigentlich keine Flaggen gezeigt werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel in Hagen bei der Kundgebung nur auf Seiten der Pro-NRW eine Piratenfahne wehte, während auf unserer Seite praktisch keine wehte, weil wir gesagt haben, wir halten uns natürlich in Absprache mit den anderen Bündnispartnern. Ja. Wie das wirkt, kann sich vielleicht jeder selber vorstellen. Das ist wohl wahr. Also hier in Dortmund zumindest war es ein Bündnis gegen rechts, ne? Es war Dortmund mal nazifrei. Ja, Dortmund die haben das organisiert, genau. Wo wir ebenfalls Mitglied sind, die wir also auch aktiv unterstützen. Bei deren Aktionen sind wir auch immer sehr dabei. Und auch hier in Dortmund war es so, dass wir es waren ein Dutzend, bis sogar etwas mehr als ein Dutzend Piraten anwesend bei dieser Aktion. Und wir haben dort sehr deutlich gemacht, dass wir hier auf der richtigen Seite stehen. Okay, Stan, wie kam es überhaupt zu dieser Idee zu sagen, wir klagen? Ja, also wir haben erstmal nicht geklagt, wir haben Antrag gestellt auf den Erlass einer einstweiligen Anordnung, und zwar gegen den Veranstalter. Wir haben argumentiert und uns dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs gestützt in Zivilsachen und haben wir gesagt, mit dieser Argumentation, es kommt auf den Eindruck eines objektiven Publikums, eines objektiven Betrachters, wie er das wahrnehmen muss. Ja. Wenn man sagt, jemand, der damit nichts zu tun hat, der die Hintergründe nicht kennt, für den stellt sich das so dar, als ob die Piraten das mitveranstalten oder mitunterstützen.
Und es entsteht für diese Menschen der Eindruck, ja, wir stehen dahinter, obwohl wir es eigentlich nicht tun. Schon von unserem Grundsatzprogramm aus nicht. Okay, es gab ja nun einige Stimmen, die gesagt haben, das bringt nichts. Also Udo Vetter hat ja im letzten Vorstand, in der letzten Vorstandssitzung mit dem Landesvorstand NRW gesagt, dass das im Grunde genommen keine Chance hätte, da irgendwie was zu machen, dass man eigentlich die Finger rauslassen sollte. Warum haben wir es trotzdem gemacht? Ja, das ist richtig. Der Ausgang dieses Verfahrens ist offen. Beinhaltet auch juristische Risiken. Wir sind diese Risiken aber eingegangen, auch für den Fall einer ablehnenden Entscheidung, die wir jetzt haben, weil wir gesagt haben, wir müssen ja einfach ein Zeichen setzen. Wir müssen die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, ausschöpfen. Das sind ja nun mal juristische Mittel, wir werden nicht zu Selbsthilfe greifen. Und genau deshalb haben wir die Entscheidung nachgesucht und haben um diese Überprüfung gebeten. Das Landgericht Köln hat uns jetzt gesagt in einem Beschluss, ja, der Veranstalter selber, der ist dafür nicht verantwortlich, also die haben den aus der Haftung genommen. Und es kann eben nicht ausgeschlossen werden, dass das einzelne Piratenmitglieder sind, die an dieser Stelle ihre konkrete Meinung, Äußerung, so formulieren die das, kundtun und sich damit identifizieren mit dieser Geschichte Asylmissbrauch. Das heißt, die einstweilige Verfügung ist wann gestellt worden? Die haben wir am 17. per Telefax an Köln geschickt und gestern kam die Entscheidung. Das heißt, nach der Demo hier in Dortmund, ne? Nach der Demo, ja. Und aber zu der Demo ist doch auch etwas abgegeben worden. Wir haben, nachdem die aufgefordert sind, zunächst einmal die Fahnen nicht zu führen, haben wir dann einen Strafantrag gestellt. Ich glaube, worauf Wutze hinaus will, ist, dass wir während, schon vor der Demo, am Tag davor, abends, sozusagen an der Unterlassung eine Abmahnung ihnen zukommen lassen haben über Fax und ihn an dem Tag selber während der Demo, am Anfang der Demonstration auch nochmal übergeben lassen haben. Die Polizei wollte nicht, dass wir es selber taten, aus sicherheitstechnischen Gründen, was schon tief blicken lässt, das aber gut. Deswegen haben wir dann den Leiter des hiesigen Ordnungsamtes, der gerade anwesend war, gebeten, das für uns als neutrale Instanz zu machen. Der hat sich dazu bereit erklärt, ist dann auf die andere Seite gegangen, hat das öffentlich übergeben. Spaßeshalber gefragt, wie waren die Reaktionen der Gegenseite? Da das ein gutes Stück weit entfernt war, konnte man das leider nicht so genau sehen. Die Polizei hat uns auf ein gutes Stück Entfernung gehalten gegenseitig. Ich glaube, sie waren erstmal etwas erstaunt, so was man so die Bildern annimmt, haben das ganze Teil angenommen. Im Nachhinein haben sie sich dann versucht, darüber lustig zu machen. Gut, das ist ihr gutes Recht, man kann sich über alles lustig machen, auch über das deutsche Recht, aber ne, ich halt das für den richtigen Weg erstmal, weil ich persönlich sage, wir müssen jedes rechtliche Mittel ausschöpfen, weil ich möchte mir nachher nicht sagen lassen, wieder von der Presse irgendwann, dass wir es nicht mal versuchen würden, gegen sie vorzugehen, aus Angst, dass es negative Publicity geben könnte oder so. Ich mache keine Politik für gute Publicity, sondern ich mache Politik dafür, dass wir das Richtige tun. Und das Richtige ist, sich dagegen zu stellen, mit allen Mitteln. Genau, die Piraten haben momentan in meinen Augen sowieso viel zu viel Angst vor der Presse. Im Grunde genommen Stichwort Arschbombe, mit Absicht in das Fettnäpfchen, oder Stan? Mit Absicht. Also die Bewertung und die Entscheidung, die kann ja unterschiedlich ausfallen. Also gesagt, zwei Juristen, drei Meinungen, das kennen wir ja alles. es ist ja so. Was haben wir? Wir haben ja, bevor wir die Anträge gestellt haben, haben wir die Leute, die mit den Piraten fahren, laufen. Wir haben jetzt, nachdem wir den Antrag gestellt haben, immer noch Leute, die mit den Piraten fahren, laufen. Wir haben aber auch eine Entscheidung. Die sagen, ja, das müsst ihr ja so erstmal hinnehmen gegen die Veranstalter, macht ihr nicht. Das Verfahren ist offen, wir haben die Möglichkeit, da weiterzumachen und wir müssen dann jetzt weiter entscheiden, wie wir damit umgehen wollen, mit dieser Einschätzung. Das heißt, der Weg, der jetzt weitergegangen wird, sieht planmäßig wie folgt aus? Also zum einen haben wir noch den Strafantrag, der immer noch läuft. Der liegt hier noch bei der Staatsanwaltschaft, darüber ist nach meines Wissens noch nicht entschieden, ja, wo es dann um den Tatbestand der Verleugnung geht, ja, der ist ja noch offen. Und zum anderen müssen wir natürlich überlegen, ob wir dieses Urteil jetzt so akzeptieren oder nicht. Das wird sich dann entscheiden, darüber werden wir uns unterhalten.
Ich gehe mal davon aus, dass wir momentan, dass wir es wahrscheinlich erstmal so akzeptieren. Ich möchte allerdings zu bedenken geben, dass ich dieses Urteil sehr faszinierend finde. Weil was bedeutet das denn für bei uns in Deutschland? Das bedeutet, dass demnächst bei jeder Kundgebung irgendjemand oder auch viele Leute mit allen möglichen Fahnen auftauchen möchte. Ich bin mal gespannt, wenn bei der nächsten Demo von Rechten vielleicht demnächst SPD, CDU, FDP und Grünen-Fahnen überall wählen. Gewerkschaftsfahnen. Weil es ist ja nicht nachvollziehbar. Also man den Veranstalter darf man dafür ja nicht belangen. Ja. Von dem kann man nicht verlangen, festzustellen, ob die das dürfen. Und jeden anderen, wie will man denn feststellen, wer Parteimitglied ist? Ja, das ist das Problem. Wobei, ich sehe hier ein echtes Problem mit dieser doppelten Parteimitgliedschaft. Das ist wahr, aber selbst ohne doppelte Parteimitgliedschaft hatte das Gericht ja nicht gesagt, der ist Mitglied, sondern hat gesagt, er könnte Mitglied sein. Ja. Und jeder könnte auf irgendeine Demo gehen, die von einer anderen Partei veranstaltet wird, weil da gehen ja nicht nur Parteimitglieder hin, da gehen auch Sympathisanten hin. Ich kann auch in einer anderen Partei Mitglied sein, aber ich sympathisiere mit den Meinungen einer anderen Partei. Also könnte demnächst zu jeder Demo jeder mit jeder Fahne gehen. Mhm. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dann haben werden, wenn dann andere Parteien feststellen, wie scheiße sowas ist. Und dann mal gucken, wie sich das Rechtssystem, dann wird es vielleicht Zeit, dass wir mal drüber nachdenken, ob diese Recht, so wie es jetzt ausgelegt wird, der richtige Weg ist. Das stimmt. Aber Stan, du rolltest gerade so etwas mit den Augen. Nein, ich würde es immer wieder tun, sowas zu stellen. Auch ich würde den Antrag jetzt auch noch stellen, wenn ich genau wüsste, dass diese Entscheidung kommt, so wie sie kommt. Weil es ist ja ganz klar, wir haben ja keine anderen Mittel. Wir müssen ja uns Recht und Gesetz halten. Und wir können darüber reden, wie wir damit umgehen. Gehen wir das Risiko ein oder nicht? Wir haben uns ja im Kreisverband Dortmund dafür entschlossen, und zwar einstimmig, dass wir das so wollen, und so haben wir es dann gemacht. Hm. Du hattest zu Anfang, als es um die Thematik ging, wir möchten klagen, ein Schriftstück vom Bundesverfassungsgericht war das, glaube ich, ne? Nein, das Thema ist sehr komplex. Wir haben ja uns darauf berufen, wie gesagt, dass das sehr entscheidend ist, dass der Eindruck des... Das passiert. Entschuldigung, das war mein Fehler. Ja, life is life. Ja, also wir haben uns... Und meine Ohren. Ja, wir haben uns da auf etwas berufen. Wie ich schon eingangs gesagt habe, es entscheidend ist ja, wie das Publikum es wahrnimmt. Und das ist die Argumentation, ja. Ach so, okay. Wie gehen wir jetzt weiter? Du hast gesagt, es ist ein Strafantrag gestellt worden. Wo? Bei der Staatsanwaltschaft hier in Dortmund. Hier in Dortmund. Warum das eine in Köln und das andere in Dortmund? Das eine ist ja ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung, die Adresse der ProNRW, die in der Anmeldung dieser Veranstaltung war, die ist angegeben worden eben als eine Adresse eben aus Leverkusen, postalische, und damit war LG Köln zuständig. Achso, das rein die Zuständigkeit. Ja, genau. Okay, und jetzt die Klage in Dortmund. Was beinhaltet die? Ja, die Staatsanwaltschaft muss jetzt schauen, ob da Verletzungsdelikte begangen worden sind, ob das geeignet ist, dieses Tun und dieses Tatsachen kundtun, ob das geeignet ist, das Ehrgefühl zu verletzen. Ja. Und deshalb ist das hier gemacht worden. Okay. Die Problematik, die ich jetzt sehe, das ist jetzt eigentlich eher eine parteiinterne Geschichte. Es gibt, ja, ich spreche es mal aus, ein paar Flitzpiepen, die eigentlich nichts Besseres zu tun haben, als dagegen zu ranten, so nach dem Motto, wir haben es ja, oder ich habe es ja gewusst, nicht wir, sondern ich habe es ja gewusst, und im Grunde genommen jetzt die großen Schlaumeier darstellen und erzählen, ja, diesen Blödsinn etc. pp. Eine Idee, warum? Ich muss mal sagen, weshalb sind die Piraten so blöd, also zumindest Teile davon, nicht alle, aber Teile davon, und sagen, wir machen da nicht mit. Ich muss mal sagen, das ist ja ein Weg von vielen. Und wie heißt es schön, jeder Versuch macht klug, beziehungsweise wer nicht wagt, nicht gewinnt, oder? Dirk.
Ja, also ich sag mal so, jeder hat natürlich das Recht auf seine eigene Meinung. Das gilt auch bei den Piraten. Oh, der Zweite. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen dabei, der der Meinung ist, er weiß alles besser, macht aber meistens ja selber nichts. Das sind ja die meisten Leute, die in dieser Art sind. Das sind die, die sind zwar sehr aktiv bei uns auf Mailinglisten oder auch im Mumble oder auch bei Twitter, also bei den Social Medien immer gern gesehen. Ja, aber im Prinzip kommt eigentlich immer nur Kritik und Häme. Ja, und ich habe es besser gewusst. Ich sage mir, mir sind lieber Leute, die hin und wieder mal Fehler machen oder aus ihren Fehlern lernen. Und ich halte das, was wir hier gemacht haben, übrigens nicht für einen Fehler. Ich auch aber selbst wenn es ein Fehler gewesen wäre, würde ich jede Aktion, die rechtlich einwandfrei ist, die in solch eine Richtung geht, für richtig halten. Und diese Argumente, die jetzt kommen, das wäre schlecht für die Medienwirksamkeit, das ist nun wieder wirklich das Allerletzte. Ich, wie gesagt, wir machen keine Politik für die Medien, wir machen Politik für die Menschen. Ich möchte während des Wahlkampfes, wenn ich jetzt nach draußen gehe, dann kann ich den Leuten sagen, wir haben es versucht. Wir sind gegen diese Flitzpiepen vorgegangen. Wir haben versucht, gegen die Rechten was zu tun, soweit uns der Rechtsstaat das erlaubt. Jetzt sind die Bürger gefragt, um zu sagen, wenn ihr sowas nicht wollt in eurem Land, dann müssen wir diese Gesetze ändern oder sie präzisieren für solche Fälle. Dafür treten wir Piraten dann wieder ein. Mhm. Ja, wir müssen uns nicht verstecken vor Medien und wir müssen uns auch nicht vor internen Kritikern verstecken. Und wir dürfen auch nicht auf Leute hören, die vielleicht jetzt Angst davor haben, dass wir jetzt schlechte Publicity kriegen und deswegen vielleicht einen Prozentsatz weniger bei der nächsten Bundestagswahl. Wir müssen unsere Politik machen. Und unsere Politik, zumindest hier in Dortmund, bei der Mehrheit der Leute ist gegen rechts. Die wollen wir hier nicht. Und das zeigen wir. Und dieses wird nach allem, was ich gestern schon auch mitbekommen habe, von vielen, vielen, vielen Leuten geteilt, und zwar nicht nur in den Piraten, sondern auch von außerhalb, die uns durchaus gesagt haben, wir finden es gut, was ihr gemacht habt, dass ihr es probiert habt. Selbst wenn es nicht geklappt hat, es war zumindest gut, dass ihr es ausprobiert habt. Das war zumindest ein Ausrufezeichen, ist dann. Na gut, es ist, ist ja natürlich jetzt, ist jetzt natürlich Katerstimmung. Klar, jeder, der die Anträge stellt, will diese auch gewinnen, aber wir entscheiden das ja nicht. Und wir haben jetzt aber eine Gangweise vorgezeigt bekommen, die auch jetzt so nicht unerwartet kommt. Also das so unerwartet kommt das ja nicht. Aber es geht uns ja auch nicht besser als dem Polizeipräsidenten hier in Dortmund. Er versucht Jahr für Jahr durch alle Instanzen bis zum Verfassungsgericht die Nazi-Demos zu verbieten. Er wird es aber dieses Jahr wieder versuchen. So, und vielleicht sollten wir uns da einfach mal auch ein Beispiel machen. Vielleicht sind wir einfach anders gepolt in Dortmund. Wir kämpfen für unsere Fahne und das haben wir probiert. Okay? 1-0 für Pro-NRW. Ich würde sagen, 1-0 für Pro-NRW. 1-0 für das, 1-0 für den Rechtsstaat, zumindest für den Moment. Pro-NRW hat bisher ja eigentlich nichts gewonnen damit, in meinen Augen. Nein, und sie werden es auch nicht. Also es kommt ja immer wieder das Argument, man hätte nichts machen sollen, weil dann würden die irgendwann aufhören. Warum sollten die aufhören? Ja, die wissen genau, dass sie uns damit treffen können. Die wissen auch genau, warum sie so eine kleine Partei wie uns bisher dafür wählen, die zwar groß genug ist, dass sie ein bisschen medienwirksame Aufmerksamkeit hat, aber nicht so groß, dass sie schon massiv zurückschlagen kann. Und sie wissen auch genau, wie wir intern aussehen. Das wissen sie sehr gut. Ja, und da hilft es nicht, wenn wir intern uns immer alles zerreden. Aber gut, wir haben nun mal bei uns Leute, die der Meinung sind, dass man als Lehrer besser mit Juristentum umgehen kann als vielleicht Juristen. Das mag durchaus sein. Und bei den Juristen gibt es scheinbar unterschiedliche Meinungen. Deswegen gibt es Gerichte, die so etwas unterscheiden. Das ist vollkommen akzeptabel und da müssen wir durch. Ich finde aber eins noch wichtig, weil das ist was, was mir heute auf Mailinglisten schon aufgefallen ist, dass uns gesagt wurde, vorgeworfen wurde, wir würden Mitgliedergelder für diese Sachen verschwenden oder rauswerfen. Ich möchte das mal ganz klarstellen. Für diese Sache gab es private Spenden, die gesagt haben, sie stehen dafür ein. Dortmunder, die einfach ganz klar gesagt haben, wir finanzieren das, weil wir das für wichtig halten. Das hier sind nicht irgendwelche Gelder des Kreisverbandes, sondern zweckgebundene Spenden an den Kreisverband, genau für diesen Zweck eingegangen. Das ist uns wichtig, weil ich sage ganz ehrlich, ansonsten hätte man das natürlich überdenken müssen, wie groß die Gewinnchancen sind, wenn wir von normalen Mitgliedersachen ausgehen würden. Aber die Finanzierung stand im Vorfeld klar, das war nicht das Problem für uns. Okay. Weil gerade die Instanzen angegangen oder angesprochen wurden. Pass mal aus, weil. Genau. So, okay. Wie weit wollen wir gehen? Bis zum bitteren Ende? Bundesverfassungsgericht oder was denkst du? Das werden wir alle entscheiden. Das werden wir, denke ich, alle entscheiden. So wie wir das bislang getan haben. Genau. Und wir haben wir lassen dann.
Eine entsprechende Verlautbarung. Entsprechende Erfahrung haben wir ja, ja schon. Eben. Und wir werden einfach heute Abend, ist ja Stammtisch wieder hier, da werden wir über das Thema sehr ausführlich Bericht bekommen. Wir werden darüber sehr ausführlich reden und werden dann schauen, ob wir weitermachen. Auch nur der zivilrechtliche Weg kostet uns Geld. Der strafrechtliche kostet uns sowieso nicht. Der läuft sowieso noch. Von daher ist noch sehr viel offen. Ja, aber selbst wenn wir den verlieren, wie gesagt, wir haben es versucht. Wir waren wenigstens jemand, der es versucht hat. Ich muss mir nicht morgen im Spiegel in meinem Gesicht anschauen und denken, naja, hätte ich vielleicht können, könnte vielleicht. Weil das ist eine Krankheit, die wir bei den Piraten in den letzten Monaten immer viel zu sehr haben. Wir müssen mal wieder aktiv werden. Aktiv an vielen Stellen und auch einfach mal den Mut haben, was zu machen. Selbst wenn es dann mal nach hinten losgeht. Ja, natürlich, wir machen Fehler, aber die Bürger sind bereit, Fehler zu akzeptieren. Ja. Sie sind nicht mehr bereit, das zu akzeptieren, was sie schon von anderen Parteien kennen. Nämlich immer erstmal alles nur zu zerreden und dann doch nichts bei rauskommen zu lassen oder einfach zu warten. Damit spielen wir denen nur in die Hände, den ganzen Rechten. So sehe ich das auch. Ist dann? So sehe ich das auch. Konsens. Eine ganz seltene Sache bei den Piraten, ein Konsens. Ich wollte noch fragen, es gab ja noch andere Städte, in denen Demos waren. Ich weiß nicht, wer hatte von euch jetzt den meisten Kontakt? Ich weiß, dass irgendwie das ist dieses Unterlassungsurteil, was du, ist noch weitergegangen. Ne? Ja, Aachen. Wir haben, es wohl gab natürlich eine ganze Reihe Anfragen von verschiedenen Städten, die von verschiedenen Kreisverbänden, von verschiedenen Crews, von verschiedenen Einzelpersonen, die sich darüber informiert haben, wie wir dagegen vorgegangen sind, wie das Ganze läuft. Wir haben alle mitgenommen. Wir haben auch, um das ganz klar zu sagen, von Anfang an den Landesverband mit da ins Boot genommen. Wir haben ihn immer über alles informiert, ihm gesagt, was wir vorhaben. Wir haben auch, bevor wir es zivilrechtlich alleine versucht haben, versucht, den Landesvorstand nochmal darauf hinzuweisen, dass wir es besser finden würden. Er würde es versuchen. Das würde der Sache natürlich viel mehr Gewicht gegeben. Er hat sich dagegen entschieden. Das ist ein gutes Recht. Auch der Bundesvorstand ist damit einbezogen worden von uns im Vorfeld. Auch der ist informiert worden über unsere Aktion. Wir haben die einzelnen Kreisverbände mitgeteilt und es wird Ihnen jetzt gerade auch mitgeteilt, dass zumindest der zivilrechtliche Weg gestorben ist, damit Sie es nicht auch versuchen. Mhm. Weil es muss natürlich kein Geld verbrannt werden. Ja. Das ist nicht das Ziel der ganzen Angelegenheiten. Aber mal gucken, was noch weiter passiert. Ne? Auf jeden Fall gibt es eine ganze Menge Leute, die bereit waren und nur darauf warten, dass wir eine rechtliche Möglichkeit vielleicht doch noch finden. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der gerade zuhört und noch eine Idee hat, wie man rechtlich gegen sie vorgehen kann. Auf jeden Fall melden. Entweder hier im Kreisverband Dortmund, heute Abend 19.30 Uhr in der Kaktusfarm in Dortmund vorbeikommen. Unser wöchentlicher Stammtisch. Melden per... Ansonsten einfach per Mail an mich, dodi@piratenpartei-nrw.de. Dann kommt es bei mir an. Ich gebe mir Mühe, möglichst schnell zu antworten, jedem, der was da möchte. Und wer Ideen hat, gebe ich es gerne weiter. Dann werden wir hier darüber weiter reden und schauen, was wir machen können. Genau. Oder Twitter. Dirks Tweets, ne? Dirks Tweets. Bei Twitter kann man mich auch erreichen. Man kann mich auch über Facebook erreichen, unter Dirk Pullem. Auch da bin ich erreichbar. Also eigentlich bin ich recht gut erreichbar. Bis dann. Wie kriegt man dich an die Strippe? Über Dirk. Über Dirk. Okay, ganz kurz und schmerzlos. Okay, dann danke ich euch beiden für dieses vor etwa 2 Stunden ausgehandelte Interview. Vielen herzlichen Dank für euer Vorbeikommen. Ich werde heute leider nicht auf dem Stammtisch sein. Ich bin wieder anderweitig verplant. Ja, das war jetzt live fürs Nebelhorn Piratenradio. Ich wünsche euch viel Spaß. Im Krähennest ist es dann heute Nacht irgendwann zu hören. Ich wiederhole die Sendung noch 3-mal auf dem Radio. Wir wollen ja auch mal ein paar Einschaltquoten haben. Alles klar. Danke, viel Spaß. Tschüss, bye bye. Ciao. Ciao. Nebelhorn, das Piratenradio. Garantiert GEMA-freie Musik und großartige Podcasts.